Da fällt mir der Controller runter. Mensch, hätte ich das früher gewusst, hätte ich die Parts völlig anders aufgeteilt. Da hätte ich nicht nach dem Endgegner einfach beendet, sondern Lightning und Co. hier noch zur Ruinenstadt laufen lassen. Oder hätte ich? Ja, ich weiß nicht. Ist ja auch egal, jetzt haben wir einfach... Jetzt machen wir hier einfach mal weiter und passen diesmal besser auf, wie es in die... TP unserer Kameraden steht, weil ich habe keinen Bock, dass ich hier noch eine Phoenix-Feder einsetzen muss. Ja, da war Snow schon verdammt praktisch. So, jetzt ist er im Schock. Jetzt hoffe ich mal, dass es auch diesmal wieder reicht, um ihn zu besiegen, bevor seine Energie bei 100% ist. Und ja, es reicht. Da haben wir doch tatsächlich was gelernt. So ist gut. Führer in Item. Es ist immer so schlimm, wenn man ein Item hört, aber man sieht es nicht. Und ich will jetzt halt auch nicht ins Lösungsbuch gucken, um zu sehen, wo das ist. So, und mit 3 Drohnen sollten wir eventuell vorher noch ein bisschen auf die Heilung achten. Gerade jetzt, wo es hier auch wieder mit dem Voltbohrer abgeht. Mein Lightning ist nicht das Ziel. Nichtsdestotrotz schadet hier vielleicht auch einfach mal das Blitzschlagparadigma nichts, wenn wir stattdessen einen Heiltrank nutzen. Wobei der Heiltrank relativ wenig bringt, wenn nur eine Probleme hat. So, und jetzt ist es sowieso kein Problem, weil jetzt haben wir nur noch diesen einen Feldjäger, den machen wir schneller fertig, als ich angreifen kann. Na gut. Oh, ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Phönixfeder gekriegt. Na, das ist doch schön. Ah, guck mal, da ist ein Item. Ich habe ein Item gefunden. So, und wenn ich dann noch die Treppe finde, oder die umgestürzte Säule oder was auch immer, auf jeden Fall führt es uns wohl mit einer sehr kinoreifen, dann nutze ich eben das Wort, Kameraführung zu Brückstadt, nehme ich mal an. Inklusive einem neuen Gegner, dem... Was ist das? Der Kampfdrohne. Oh. Kampfdrohne klingt gefährlich, dann sollten wir uns vielleicht auch hier erstmal um die Feldjäger kümmern. Und dann zur grünen Front wechseln. Relativ kurz, bevor es zu spät war. Außerdem analysieren. Einfach mal gucken. Sie ist relativ normal. Sie halbiert nur normale Angriffe. Von daher Magie einsetzen. In Lightnings Fall Ruin. Die anderen beiden können in ihren Verheererrollen sowieso Magie einsetzen. Da ist es dann auch egal, welche. Können sie machen wie ein Dachdecker. Beziehungsweise wie 2 Dachdecker. Sind ja schließlich 2. Und schon haben wir die Kampfdrohne wieder mal innerhalb einer Minute besiegt. Leider nur 3 Sterne, aber das lag wohl auch daran, dass wir noch analysieren mussten.
Vielleicht kriegen wir es mit dieser Kampfdrohne hier schneller hin. Zumal, ich sage voraus, genau, den Präventivschlag. Dann greife ich hier tatsächlich erstmal die Kampfdrohne an. Bei der macht Schockzustand nicht bedeutend mehr Unterschied. Aber Valy sollte uns heilen. Und am besten nicht selbst dabei drauf gehen. Ne, das hat sie schon selbst ganz gut gemacht. Sehr schön. Und dann kann ich hier auch ohne Probleme ins Blitzschlagparadigma wechseln. So viele Sorgen muss ich mir um die Feldjäger zumindest nicht machen. So, und zack, 5 Sterne. So einfach kann es gehen. Noch 30 Kristallpunkte, das ist auch sehr gut. Vielleicht ist das tatsächlich Feuer. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie das Feuer mitten in den See kommt, aber zumindest hier würde es ja theoretisch irgendwie Sinn machen. Oder es ist einfach ein Unterschied, ob Wasser zu Kristall wird oder irgendwas anderes, weil dann könnte es auch einfach irgendwas anderes gewesen sein und muss nicht unbedingt, ne? So, den Speicherpunkt überspringe ich einfach mal kurz, den brauche ich nicht. Denn wir nähern uns geschwind dem Ende der Ruinenstadt. Wenn ich das jetzt... Ja, Ruinenstadt, ist richtig gut. So, Frohnheiter immer weiter. Und hier haben wir mal... Hier haben wir mal wieder einen Admiral. Ein Heerführer. Ja gut, fast. Aber trotzdem zuerst mal die... Kleinen hier uns den Kleinen hier entledigen und uns dann um den Heerführer kümmern, von dem wir immer noch nicht wissen, wo sein Schockpunkt liegt. Was seltsam ist. Ich dachte, wir hätten schon mal gegen den gekämpft. Aber das scheint wohl was anderes gewesen sein. Und da, guck mal, ich wurde aus dem PSN abgemeldet. Sehr schön. Warum auch immer. Eventuell streikt mein Internet wieder, das würde mich nicht wundern. Wäre aber auch nicht schlimm. Außer, dass die Let's Plays, die ich gerade hochlade, eben dann noch länger dauern, bis sie endlich mal online sind. Das ist mit dem Internet hier echt schlimm, aber... Ich will mich darüber jetzt auch nicht erforschieren. Ich bin hier schließlich am Final Fantasy zocken. Und wenn ihr euch dieses Let's Play anguckt, wird euch wahrscheinlich nicht interessieren, dass mein Internet hier völlig für den Arsch ist. Weil 1 und 1 das irgendwie nicht hinkriegt, dass die Leitung ordentlich läuft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das Problem hier ist. Ob sie das schneller lösen könnten. Ich meine, sie haben gemeint, sie müssten eventuell neue Leitungen verlegen. Aber gut, ich meine, ich bin hier im Saarland. Da kann man froh sein, wenn man überhaupt Internet hat. Nicht? So, Leute, gleich ist es vorbei. Aber seid nicht traurig, es wird noch einiges an Kämpfen auf uns warten am Ende dieses Abschnittes. Hier zum Beispiel einen Riesenkampf. Da muss eventuell mal kurz geplant werden, wen ich hier denn als erstes angreife, nämlich die Feldjäger da hinten. Und dann die Pantherons, die sind für mich auch relativ schnell fertig. Ich könnte natürlich statt mit Vanille zu heilen auch einfach auf Heiltränke zurückkommen, aber es läuft ja so auch. Von daher, warum der Stress?
falls ich später tatsächlich mal etwas mehr Geld brauche, kann ich die ganzen Heiltränke ja wahrscheinlich dann für 20 Gil oder so verkaufen. Aber gut, wenn ich 99 verkaufe, habe ich immerhin fast 2000. Also Gil, dann keine Heiltränke, wenn ich... Ist auch egal. Ich höre noch ein Item. Falls ihr es seht, einmal laut aufschreien, bitte. Nein. Das war tatsächlich nicht sehr scary. Also nicht sehr unheimlich. Schreckeinflößend. So, ich schätze mal, da oben wartet noch etwas auf uns. Tatsächlich, ein Item und zwei Gegner. Wahnsinn. Gut, dann muss ich eben zuerst die Gegner fertig machen. Einen Moment. So, was haben wir denn hier? Ein Item, wo ist es denn da? Ein Dialektrikum. Was auch immer. Und wir springen da runter und überraschen die Gegner. Leider nicht mit einem Präventivschlag. Ich dachte jetzt, das wäre vielleicht... Ich bin mir sicher, ich kann da auch noch zurück. Weil ich wollte zuerst den Feldjäger da hinten umnieten. Mich dann um die Aufklärer kümmern. Und schließlich um den Heerführer. Der, nachdem die ganzen Kleinen hier erledigt sind, wohl nicht mehr so schwierig sein dürfte. Er war es bisher nicht, warum sollte er jetzt schwierig sein? Er halbiert eben Magie und Angriff, aber... Ja, das macht ihn nicht unbedingt schwerer, es macht ihn nur langwieriger. Aber da er gleich jetzt im Schock ist, heißt es zack, zack, zack. Und dann ist er auch schon erledigt. Sehr schön. So, und damit sind wir an einem weiteren Speicherpunkt angelangt. Das heißt für uns nochmal einen ganz, ganz kurzen Abstecher ins Kristallium. Und einfach die Kristallpunkte verbraten. Sieben! Da haben sieben Kristallpunkte gefehlt, um ihn hier fertig aufzuleveln. So ein Käse aber auch. Aber gut, wir nehmen uns noch kurz die Items mit. Zwei Analysatoren sind sehr praktisch. Die verbrauchen dann nämlich keine Metapunkte. Also für den Fall, dass ich die Metapunkte mal anderweitig nutzen will... Oder ich einfach keine mehr habe, kann ich auch einen Analysator benutzen. Und wir sind gespannt, denn es geht noch weiter. Ah!
Weil Nils findet das Ganze sehr interessant. Wobei ich denke, dass es tatsächlich verdammt schön ist. Und alles Gute kommt von oben. Wenn auch nicht in diesem Fall. Schreibt doch nach dem nächsten Bossgegner. Ich schätze mal, den kriegen wir auch in 2-3 Minuten hin. Wobei ich erstmal zur grünen Front wechsle, damit ich hier in Ruhe analysieren kann. So, Schwäche ist Wind, immun gegen... Was ist das denn? Keine Ahnung, gegen was das immun ist. Macht aber nichts, wir hauen drauf. Würde ich mal treffen. So, geht doch. So, sehr schön. Da ist es schon im Schock. Und genau in dem Moment treffe ich auch. Das heißt, das Ding ist schon erledigt. Aber das war es bestimmt noch nicht. Da folgt garantiert noch die zweite Phase. Ja, dachte ich mir doch. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht neu analysieren muss. Sondern einfach weiter drauf kloppen kann. Allerdings widersteht es jetzt Angriff und Verteidigung, das heißt, das Ganze wird doch etwas langwieriger, als ich dachte. Aber gut, ich schätze mal, sobald es wieder im Schockzustand ist, so, dann wechsle ich zwischendurch mal in die grüne Front, damit Vanille uns hier heilen kann. So, okay, Plasmakugel. Vielleicht wechsle ich jetzt zur grünen Front. Wobei, das war's schon. Also, das hat sich ja jetzt nicht so gelohnt. Also wirklich viel Schaden scheint es nicht zu machen, außer eben mit dem einen Angriff da. Und selbst das ist nicht so gefährlich, zumal wir es jetzt wieder geschockt haben. Das heißt, das ist der Moment, um groß anzugreifen. Theoretisch, ich glaube, es gibt sogar sowas wie einen Kettenbonus. Also, och, das war's schon. Ah, sehr schön. Doch so einfach. Und wir haben neue Rollen für unsere Helden freigeschaltet. Gerade für Sarge haben wir die Hauptrolle, also zumindest die für mich geplante Hauptrolle, den Augmentor freigeschaltet. Was das ist, erkläre ich, sobald ich ihn entsprechend auflege. Momentan erstmal hier weiter angucken. Probably missing an engine. You shouldn't be so negative. And you shouldn't get your hopes up. Die Eule oder zumindest dieser Vogel ist sehr verdächtig. Ich traue dem nicht. Sollte ich vermutlich auch nicht. Und ja, ich speichere einfach mal den Spielverlauf.
Auch wenn dieser Part noch nicht beendet ist, es folgt noch ein weiterer Kampf, das verrate ich schon mal an dieser Stelle. Ein sehr besonderer Kampf. Gut, es folgen zwei weitere Kämpfe. Denn das hier ist definitiv kein besonderer Kampf. Und das hier ist auch ein verdammt langer Part. Cleaner. Let me help. So, dann schauen wir mal, wie Snow sich so als Brecher gibt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn als Brecher noch etwas aufgelevelt. Aber gut, wenn ich ihn als nächstes Mal mit einem Heiltrank heile, sollte das alles kein Problem sein. Oder vielleicht auch gleich zwei, drei Heiltränke benutze. So, den erledigen. Nochmal einen Heiltrank verschwenden. Weil ich den letzten Aufklärer auch ohne Heiltrank hinbekommen hätte. Aber sicher ist sicher. Nach der Blamage vorhin mit den Tonen gehe ich lieber auf Nummer sicher. So, und die gute Dame kennen wir auch. Die haben wir schon mal in einer Zwischensequenz gesehen zumindest. Und hier stellt sich gleich heraus, ob diese guten Damen Freund oder Feind sind. Die Shiva-Schwester nämlich. Und ich beginne das Tutorium einfach mal. Ich habe mich gerade sowieso entschieden, dass ich den Part in zwei aufteile. Von daher ist das hier doch nicht so ein langer Part, sondern eher nochmal wieder ein ganz kurzer. Mit Angriffen allein ist dieser nicht zu gewinnen, dieser Kampf gegen die Shiva-Schwestern. Denn die Shiva-Schwestern sind Esper, übernatürliche Wesen, die auf mystische Weise mit den Lissi verbunden sind. Wenn Lissi ihre Esper im Kampf bezwingen, erlangen sie Macht über diese. Also wir beginnen das Tutorium einfach mal, dann erklärt uns das Ganze nicht auch das Spiel und ich muss das nicht erledigen. Denn der Kampf gegen die Esper wird durch ein Todesurteil zeitlich begrenzt. Wenn ein Lissi einer Esper Schaden zufügt, steigt die Metamorph-Anzeige. Um den Kampf gegen die Esper siegreich zu beenden, muss Viereck gedrückt werden, sobald die Anzeige ganz gefüllt ist. Außergewöhnlichen Angriffen gibt es noch andere Möglichkeiten, die Metamorph-Anzeige steigen zu lassen. Doch sie unterscheiden sich jeweils von Esper zu Esper.
Diese herauszufinden und auszunutzen ermöglicht einen schnellen Sieg. Die Meta-Fertigkeit Analyse liefert wichtige Hinweise. So scheint es, als wäre im Kampf gegen die Shiva-Schwestern eine defensive Rolle von Vorteil, was zu Snow ziemlich gut passt. Aber ich analysiere die Guten einfach mal trotzdem. Muss ich da eigentlich zweimal analysieren oder? Nee, gut. Dann greife ich einfach mal an und gucke, unterwirft sich Gegnern, die Serienboden sammeln. Gut, dann analysiere ich einfach mal noch ein bisschen weiter. Schadet ja auch nichts. Sterben kann ich ja wohl scheinbar auch nicht. Unterwirft sich Gegner, die ihre Abwehr festigen und ausharren und immun gegen provozierende Fertigkeiten. Von daher wechseln wir doch einfach mal zu dem Verteidiger und Schutzsphären. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, guck mal, das hat doch sehr viel gebracht jetzt. Wobei das zeitlich doch irgendwie sehr knapp werden könnte hier. Auf der anderen Seite, wenn sie noch ein, zwei Mal den Todes irgendwas einsetzt. Dann wird das auch was mit den Nachbarn. Ach, wobei das schon sehr eng wird hier. Oh, das wird eng. Okay, das wird scheißen eng. Und das hier war vielleicht ein ganz, ganz großer Fehler. Okay, das war Schande knapp. Fast hätte ich die Schutzsphäre verpasst. Aber es hat funktioniert. Yay! Freude. Yeah. Das ist doch sehr cool. Zeitvorgabe 23 Minuten 49. Wohl eher nicht. Dadurch, dass mein Todesurteil in ein paar Sekunden abgelaufen wäre, wohl eher nicht. Aber hey. Was soll's, wir haben es geschafft, die nächste Zwischensequenz, und damit lasse ich euch fast schon alleine. Ich melde mich nur nach der Zwischensequenz noch mal ganz kurz. I gotta hand it to you for taking him down, but don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let him end it and made things easy. More of you, huh? He's a lessee. Take him. Back off. You want to keep breathing? Shut up and come quiet. This way! Careful now! Come on! Sarah! Sarah! Shut it!
Stand down. You two? Why are you helping them? If I were you, I'd worry about myself. So, und mit dieser mysteriösen Aussage beenden wir diesen Part auf jeden Fall schon mal. Denn im nächsten Part geht es mit Kapitel 4 weiter. Und was da auf uns wartet, sehen wir dann gleich.